haben wir eine Viertelstunde gefühlt dafür gebraucht. Hast du schon auf Netflix Witcher geguckt? Nee, noch nicht. Ich habe jetzt erst seit anderthalb Wochen oder einer Woche Netflix und ich habe schon so viel geschaut, aber das tatsächlich noch nicht. Ich würde erstmal eine normale Mission machen, bevor ich mich zu euch begebe. $500, Alter. Und 18 Pakete. Auf Mittel? Mit Adora? Nee, war er mit Oben. Bedauerlicherweise mit Oben. Okay. Dann schauen wir mal. Ein Motocross-Helm, alles klar. Ja, ich habe nur nicht verstanden, was du geschrieben hast, weil es grammatikalisch nicht sehr gut ist. Ah, du meinst einen Motocross-Helm, alles klar. Ich verstehe. Ja, tut mir leid. Ach, macht nichts. Ich bin's. Hätte ich mir auch denken müssen. Danke auf jeden Fall für deinen Hinweis oder für deinen Lösungsansatz. Deine Lösung. Habe ich mir easy 45 Pakete mitgenommen. Was ist dein bester Tipp gegen die schwarzen Zeppeline? Der da mit einem Affendorf, dass er unsichtbarer sehen kann. Ist ein bisschen teuer, ja, aber dafür ist es einfach mal der Tod eines jeden Zeppelins. Was für einen Affen findest du am besten, wenn man Erststufe 45 ist? Es gibt keine. Das Level hat keine Relevanz, Frodel. Du kannst mit Level 1 und Level 100, die Affen sind exakt gleich. Grundsätzlich halt Ninja-Affe und U-Boot finde ich halt am besten. Der ist mittlerweile auch sehr gut, der Wurfelaffe auf dem unteren Zweig, Scharfschütze Armus. Ein exzellenter Zweig, den sie in diesem Teil dazu gebracht haben, muss ich sagen, super, super stark. Und optimal ist Armus meistens einfach top, ja, das ist einer der stärksten Tier 5 Helden, was Kosten-Nutzen angeht. Geht's auf die Beerdigung. Tschüss. Flank. Halt durch. Kopf hoch. Bis zum nächsten Mal. Hi Leonard. Wir haben 2 Tage vor Weihnachten einen Hund bekommen. Dürfen die das überhaupt, die Tierheime? Die haben noch normalerweise 1-2 Wochen vor Weihnachten Ausgabeschluss. Damit eben nicht sowas passiert, dass man sich zu Weihnachten ein Tier wünscht. Das dann bekommt die Kinder und die dann sagen, ach ne, ich habe doch keine Lust mehr und sich die Tiere aber voll drauf einlassen. Das ist eigentlich der Grund, warum Tiere kurz vor Weihnachten nicht mehr weggegeben werden. Zumindest aus Tierheimen. Wenn du natürlich irgendwie in einen Tierladen gehst, wo extra Tiere unnötig gezüchtet werden unter menschenunwürdigen Bedingungen, dann natürlich kann man sich da immer jederzeit ein Tier holen. Besser ist natürlich aus dem Tierheim an sich. Und wie gesagt, kurz vor Weihnachten haben die eigentlich alle Ausgabeschluss oder halt Verkaufsschluss. Das klingt so komisch. Ihr wisst, was ich meine. Das habe ich noch, dass ich das noch erleben darf, dass du mal wieder streamst. Wie Interceptions, ich streame so oft. Ich habe die letzten 7 Tage bestimmt 10 Streams rausgehauen, gefühlt. Und nicht nur gefühlt, wahrscheinlich hast du jetzt hier gemacht, 10 Streams. Ich mag es, bei YouTube im langsamen Live-Chat dabei zu sein. Moin, Ayam. Wir haben 60 Runden vor uns, das heißt, der Moab ist erstmal kein Problem. Auf Stufe 40. Der BFB hingegen allerdings schon. Also wir werden wahrscheinlich dann wieder mal ein kleines einen kleinen Boomerangwerfer hinsetzen. Mit einem Kilje-Boomerang. Aber jetzt endlich BT6, sehr gut Alpaka Games. Hast du es dir auf Steam gekauft für den 79 Cent? Eine richtige Entscheidung. Oh, da passt leider nicht mehr hin, schade. Was ich auch machen könnte, ist hier das Affendorf hinsetzen und dann... 2. Na, leider kommt Oben nicht mehr dahin, aber es macht nichts. Meine offensiven Affen werden davon schon beeinflusst. Och, Gottchen.
Und da war ja noch was. Ja moin, habe alle verpasst. Sorry, macht nichts, macht nichts. Schau mal mit dem Discord-Server und alles ist okay. Du kriegst das hin. Komm noch mal Rise of Legends bei dir. Ich kann mich an das Spiel nicht mal mehr erinnern, was das sein soll. Also, nein. Hab mal so eine Frage, was ist eigentlich Discord? Discord ist ein Chatprogramm. Oder ein Messenger, kann man auch schon sagen. Der halt Teamspeak und Skype vereint hat. Du kannst halt über Discord auch reden. Du kannst über Discord schreiben, kannst einen eigenen Server machen, kostenlos. Und wichtig ist halt kostenlos, ne? Oh, Discord ist ja cool. Seit ein, zwei Jahren, das ist super im Trend. Wie viele Stufen gibt es? Wie meinst du das, David? Von welchen Stufen? Kannst du auch nicht am Computer bitte 6 Minuten. Nice, Jojo. Sehr gut. Oh, Scharfschütze, um mal ab und zu kritten. Das brauchen wir echt tatsächlich. Naja, Wachstumsblock ist nicht verkehrt. Aber das Enttarn brauchen wir gerade nicht, weil beide tatsächlich Tarnblumen sehen können. Wie stehst du zu dem Sniperaffen? Ja, ist ganz okay, aber es gibt schönere Affen. Also er ist halt auch der einzige Affe, der keinen nützlichen T5 hat, wa? Müll, Müll, Müll. Alles Müll. Nicht ein einziger Zweig davon ist gut. Es wäre schön, wenn sie einfach mal einen schönen Dings machen könnten. Ich weiß nicht was. Irgendwas anderes, was den Sniper richtig schön machen würde. Aber ich finde alle drei T5, es lohnt sich nicht, einen einzigen davon zu benutzen. Finde ich absoluten Crap. Target. Hörst du Musik, wenn ja welche? Ja, tue ich. Eher so popmäßig. Totaler Sia-Fan auch. Ich würde ja wahrscheinlich an der Jumotron, ich würde erstmal lieber eine Nagelfabrik hinbauen. Habe ich irgendwie Lust drauf. Aber ich habe das Gefühl, ich brauche das. Wie war Weihnachten bei dir? Ja, war okay. Zeit mit der Familie. Wir haben ein bisschen was geschenkt. Ich habe ein paar Geschenke damals aus Münster mitgebracht für meine Familie. War okay. Aber es ist halt nicht mehr das Weihnachten, was man halt von damals kennt, ne? Weil man halt Kind ist. Da freut man sich halt viel mehr drauf. Naja. Ich habe vergessen, den Kiwi-Bomben zu bauen. Letzte Problem. Ach, hier Moab-Druck sogar. Hier würde ich... Ja, was gehen die Tarnblumen da noch machen? Oh, hier ist super. Was soll den Moab dann kaputt machen? Ja, Radarscanner, Primärtraining, wäre gut. Ich habe spiele seit 5 Tagen, habe über 1500.000 Erfahrung auf dem Zauberwaffen. Nice, Janik. Ja. Spielst du auf das mit dem Zauberwaffen, ne? Wie level ich am besten Superaffen? So wie du jeden anderen Affen auch levelst. Ich weiß nicht, was das immer für eine Frage sind. Aber so wie du jeden anderen Affen auch levelst. Ganz einfach. So easy. Was ich auch machen könnte, ist tatsächlich Moab-Schreddernägel hier oben hinpacken. Wäre auch ganz cool, wa? Und du hast Discord zum Multiplayern. Ich habe einen eigenen Server. Einfach um News zu verteilen, ein bisschen zu schreiben. Sowas halt, ne? YouTube macht ehrenlos, ich bekomme irgendwie keine Benachrichtigung für Streams. Deswegen, ApaGames, sage ich immer wieder, kommt auf meinen Discord-Server. Weil YouTube veröffentlicht kaum noch Benachrichtigungen, was meine Videos angeht. YouTube hat mein Rating dermaßen runtergepackt, deswegen habe ich auch kaum noch Abo-Zuwachs. Weil YouTube entschieden hat, okay, die Videos interessieren euch nicht. Das hat YouTube entschieden, von sich aus. Hat gesagt, okay, die Videos dürfen euch nicht interessieren, also zeigen wir sie euch nicht mehr an. Und das geht mir voll auf die Eier. Eisnägel braucht man nicht. Kann man mit einer Passive Card mitnehmen bei dem Event? Ich glaube, ich weiß es nicht, Fischi. Ich habe Passive Card nicht benutzt und ich weiß noch nicht, welche Bezahlmethoden es gibt. Probier es einfach. Ich kann es dir leider nicht sagen. Die Hündin heißt Sky. Okay. Wir haben
von Freundin. Okay, ihr habt den Hund von der Freundin. Alles klar. Solange ich euch super drum kümmert, ist wunderbar. Aber Kinder wollen ja meistens so wie zu Weihnachten einen Hund haben und dann sagen sie irgendwie 5 Tage später, ah, ich will doch keinen mehr. Und an den Hund wird meistens weniger gedacht. Was war das für eine Runde? Haben sehr viele Keramiks. Das ist ja eklig. Noch einer? Noch mehr? Nee. Das war ja bedauerlich. Ja, wir können noch einen hinsetzen. Feiglingsmethode, ihr kennt sie ja. Der Elite-Verteidiger kann stark werden, wenn du ihn beim Affenwissen verbessert hast. Der Elite-Verteidiger ist aber davon abhängig, dass du Leben verlierst. Ja, zeigt mir da nicht gerade an. Erstmal kostet es 14.000 Leben und sagt dann, du musst mindestens ein Leben verlieren. Ja, also in Chimps überhaupt gar nicht benutzbar. Und er kann garantiert nicht so viele angreifen. Wenn ein Blumen durchkommt, kommen garantiert auch 20, 30, 40 weitere Blumen. Da hast du verloren. Er kann gar nicht so schnell schießen, dass er die alle killen kann. Ich finde ihn nicht gut. Ich finde ihn Müll. Was ist deiner Meinung nach der stärkste Tier 5 Skin? Wahrer Sonnengott. Das ist natürlich eine 500.000. Wenn du aber preis-leistungsmäßig meinst, finde ich den Erzmagier sehr stark. Der da. Für 32.000. Der ist grafisch super schön. Kostet allerdings auch 60.000. Und der Amusmeister ist auch sehr mächtig. Zwei super exzellente Skills. Großmeister Ninja. Problem mit dem Ninja, was ich halt immer sehe. Er ist im Early und Midgame okay. Aber sobald es dazu in den DDTs geht, ist er absolut nutzlos, sobald du keinen, sofern du keinen Affen-Nachrichtendienst hast. Finde ich ein bisschen schade. Oder halt keinen Alchemist. Finde ich immer ein bisschen bedauerlich. Na, leider ein Continuum, ist schade. Was YouTube ist alles entscheidet, ja. Das haben die vor 1 oder 2 Jahren gemacht. Letztes Jahr müsste es gewesen sein. Oh, wir sind schon wieder soweit. Ich muss noch 2 Sachen beim Affenwissen-Skin und noch 80.000 XP beim Superaffen, dann kann ich den schwarzen Sonnengott machen. Nice. Hi Pokémon Pro. In A. Ey, was? AD und D heißt der Gott der schwarzen Sonne, Cyric. Was ist AD&D? AD&D? Rise of Jesus ist das Game, was du um 13, glaube ich, gespielt hast, was du ein bisschen umgebackt hat, wo du dich so ein bisschen aufgeregt hast, dass manche Decks so stark sind. Du meinst, wo ich es hochgeladen habe? Das kann ja auch schon wieder 2 Monate her sein, dass ich das noch gespielt hatte. Wie kriegt man die auf 25 Leben Affenwissen? Holo-Katze, 5 Euro gespendet über Superchat. Ich finde Rise of Legends so gut und hätte mir mehr gewünscht. Danke dir. Du kannst das Affenwissen, kannst du dir hier angucken. Ich schreib's mal in den Chat. Mich würde interessieren, was Rise of Legends Legions gewesen ist. Ich guck mal kurz nach. Rise of Legends. Ja, das ist schon vor Monaten, habe ich das gespielt. Das hat nur vor kurzem hochgeladen gewesen. Ach, hier der LOL-Klatsch, Abklatsch. Nee, ich denke nicht, dass ich davon mehr spielen werde. Sieht zwar interessant aus, aber das sieht auch. Sieht zwar interessant, aber auch billig aus. Nee, es hat mich leider nicht so überzeugt, dass ich es unbedingt weiterspielen möchte. Tut mir leid. Das LOL-ähnliche Spielen. AD&D Advanced Dungeons Dragons einfach ein Spiel. Achso. So, machen wir auf. Ja, da ist er! Da ist er! Mein zweiter! Mein zweiter Fünfer! Warum gibt es den wahren Sonnengott, wenn man ihn fast unmöglich bekommen kann? So unmöglich ist es gar nicht, der Einheimische. Bis Runde 80, 90 kriegst du ihn bestimmt schon hin. Frodel habe ich eben gerade geschrieben, ne? Affenwissen. Guck dir da bitte mal die Playlist an. Guck dir einfach mal alle durch. 1, 2, 4, Bombenwerfer und... Was denkt ihr? Was könnte drin sein? Was denkt ihr? Welche Modi spielst du? Wir haben gerade Mittel gespielt. Mittelwerkstatt. Ultra-Moloch wäre natürlich auch ultra geil. Ich würde mir einen 025er primär so einen Wurfballaffen wünschen. Na gut.
Oh, so ein Müll. Ah, so eine Kacke, ey. Ja, ist okay. Aber ich hätte mir lieber einen offensiven Turm gewünscht. Ich habe bereits 5 Liederkisten. Ich hatte jetzt auch. Das müsste auch meine 5. gewesen sein. Das war die Affenwurst steht. Ah, Mann, oh Mann. Da ist er. Eine Tüte Mitleid, ja, danke. Ich, wie gesagt, ich hätte mir lieber einen anderen gewünscht. Aber gut. Immerhin, ja, immerhin. Immer einen schönen. Einen schönen.